Überleitung. Erklärt von den Simple Maths. Im letzten Video hat Jan gelernt, was die Ableitung ist und wie man sie bildet. In diesem Video lernt er weitere Regeln zur Bildung der Ableitung. Um die Ableitung von Brüchen zu bilden, muss Jan den Bruch einfach in eine bekannte Form umschreiben. Hat Jan zum Beispiel f von x gleich 5 durch x², so ist es dasselbe wie 5x hoch minus 2. Denn es gibt eine Regel, die besagt, man kann den Teil unter dem Bruchstrich über den Bruchstrich schreiben, indem man das Vorzeichen der Hochzahl ändert. Aus hoch 2 wurde also hoch minus 2. Diese Form kennt er und kann jetzt einfach ableiten. Zuerst wieder die Hochzahl nach vorne ziehen und sie um 1 erniedrigen. Das ergibt minus 10x hoch minus 3. Das kann er umschreiben zu minus 10 durch x hoch 3. Dabei wendet er die Bruchrechenregel einfach in umgekehrter Richtung an. Also einfach wieder das Vorzeichen der Hochzahl umdrehen und unter den Bruchstrich schreiben. Jan kann ebenfalls Wurzeln ableiten. Wieder muss er die Funktion umschreiben. F von x gleich Wurzel von x ist dasselbe wie x hoch 1/2. Warum? Braucht er nicht zu wissen, muss er sich einfach merken. Also Wurzel von x ist dasselbe wie x hoch 1/2. Wieder Hochzahl nach vorne ist mal 1/2. Dann nicht vergessen, die Hochzahl um 1 zu erniedrigen. Er erhält also 1/2 mal x hoch minus 1/2 als Ableitung. Gar nicht so schwer. Eine ganz wichtige Regel beim Ableiten ist die Produktregel. Und die besagt folgendes. Die Ableitung f' von x ist die Ableitung von g mal die Funktion h plus die Funktion g mal die Ableitung von h. Bitte was? Machen wir am besten ein Beispiel. Jan hat die Funktion x² mal x hoch 3. Jetzt lernt er, immer wenn in einer Funktion ein Malpunkt ist, so muss man die Produktregel anwenden. In diesem Fall ist x² die Funktion g und x hoch 3 die Funktion h. Die Ableitung ist dann nach der Regel g', also die Ableitung von x² 2x mal h, also x hoch 3. Dann plus g, also plus x² mal die Ableitung von h, also 3x hoch 2. Oder zusammengefasst 5x hoch 4. Um das Ganze noch zu vertiefen, machen wir noch ein Beispiel. Jan hat die Funktion Sinus von x mal x². Er erkennt durch das Malzeichen, dass er die Produktregel verwenden muss. Um keine Fehler zu machen, schreibt er sie nochmal auf. g' mal h plus g mal h'. Jetzt die Ableitung bilden. g' ist die Ableitung von Sinus, also der Cosinus, das Ganze mal h, also mal x². Dann noch ein Plus Sinus x mal der Ableitung von x², also 2x. Jetzt hat Jan es verstanden. So wie es eine Produktregel gibt, gibt es auch eine Quotientenregel. Die benutzt man, wenn man eine Funktion der Form g von x durch h von x hat. Dann ist die Ableitung dieser Funktion g' mal h minus g mal h' geteilt durch h zum Quadrat. Moment mal, da erkennt man doch was. Der Teil über dem Bruchstrich ist derselbe wie bei der Produktregel. Nur mit dem Unterschied, dass anstatt einem Plus ein Minus zwischen den Teilen ist. Außerdem muss man noch durch h² teilen. Auf jeden Fall machen wir noch ein Beispiel. Die Funktion ist x durch x plus 1. Das x entspricht dem g und das x plus 1 dem h. Die Ableitung bildet er dann so. Erstmal einen großen Bruchstrich schreiben. Die Ableitung von x, also 1 mal x plus 1. Jetzt ganz wichtig, minus. X bleibt stehen, mal die Ableitung von x plus 1, also 1. Dann auch unter dem Bruchstrich x plus 1 zum Quadrat. Oder zusammengefasst, 1 durch x plus 1 zum Quadrat. Gut, weiter zur nächsten Regel, der Kettenregel. Jan hat die Funktion 2x minus 3 hoch 10. Nach den Regeln der Ableitung zieht er die Hochzahl nach vorne. Also vorne 10 mal. Dann muss er noch die Hochzahl um 1 verringern. Das stimmt aber noch nicht ganz, denn was ist mit dem Teil in der Klammer?
Davon muss man die sogenannte innere Ableitung bilden und den Term noch damit multiplizieren. Die Ableitung von 2x-3 ist 2. Damit ist die innere Ableitung 2 und man schreibt hinten nochmal 2. Oder zusammengefasst, 20 mal Klammer auf 2x-3 hoch 9. Also merken wir uns. Beim Ableiten von Funktionen muss man immer darauf achten, ob es eine sogenannte innere Ableitung gibt. Auch bei solchen Funktionen müsst ihr die innere Ableitung beachten. Nach den in Ableitung Basic gelernten Regeln ist die Ableitung von Sinus der Cosinus. Daher ist f' von x gleich Cosinus von x². Wieder darf man die innere Ableitung nicht vergessen, nämlich das x² in der Klammer. X² abgeleitet ergibt 2x. Deshalb hinten nochmal 2x. Oder schöner geschrieben? 2x mal Cosinus von x². Jan hat in diesem Video gelernt, dass es oft Funktionen gibt, die nur so tun, als wären sie kompliziert. Zum Beispiel Wurzeln. Jedoch kann er sie durch einen einfachen Trick umschreiben und wie gewohnt ableiten. Außerdem merkt sich Jan die Produkt- und Quotientenregel und weiß jetzt, dass er immer, wenn er einen dicken Malpunkt in der Funktion sieht, die Produktregel verwendet. Zusätzlich darf er beim Ableiten die innere Ableitung nicht vergessen. Wenn ihr noch mehr zum Thema Ableitung oder anderen Themen der Mathematik wissen wollt, besucht uns auf unserer Website und schaut euch die Videos an. Wenn euch die Videos gefallen und ihr immer auf dem neuesten Stand der Abiturthemen sein wollt, klickt einfach auf Abonnieren. Viel Spaß!